Morgen Schule bis 16 Uhr. Das kann ich mir. Ach so, du meinst die Medizinschule, auf die du gehst. Ja, gut, das ist natürlich verständlich. Weil ich meine, hier in meinem Chat sind ja eigentlich nicht wirklich Schüler. Die meisten Leute sind hier studierte Leute, sind Professoren, sind Medizinstudenten, gerade dabei, in irgendwelche größeren Bereiche zu gehen. Leute von der NASA sind hier im Chat. Leute von Genau. Check24 sind hier im Chat. Ja, also deswegen. Schüler kann es ja hier cool kommen. Wir haben die Chilis geschmeckt. Servet, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ich mache wirklich einen entspannten Mitternachtssnack, okay? Und ich habe im Supermarkt Habaneros gekauft. Ich dachte, das wären Chilis, okay? Ich habe die nicht richtig erkannt. Hab Habaneros gekauft und klar, Habaneros sind jetzt nichts, wo du sagst, oh, das ist übertrieben scharf, aber Habaneros sind schon scharf. Um die 500.000 Scoville. Jedenfalls schneide ich mir dann ganz entspannt mein Gemüse klein. Ich übel motiviert gewesen. Es war 1 Uhr oder so. Geil. Gleich noch einen schönen Reis mit Gemüse. Ich jedenfalls hergegangen, klein geschnitten, den Reis schön gekocht. Ich tue das Gemüse rein, ne? Mach schon mal Zitrone drüber, bisschen Olivenöl, Gewürze dran. Und ich so, komm, jetzt schneide ich die Chili noch klein. Ich schneide die Chili schön in kleine Stücke, tue das rein. Ganz entspannt, dann denke ich so, Digga, da juckt doch was in meiner Nase. Ich mach so, ne? Auf einmal meine Nase, ich so, boah, boah, boah. Hatte richtig übel angefangen zu brennen. Ich so, hä? Sind das jetzt hier noch die Koksreste zwischen meinen Fingernägeln oder was ist da los, ja? Jedenfalls, Nase aggressiv angefangen zu brennen. Und dann bin ich also hergegangen. So ein Stück, das übergeblieben ist von dem Ding, mal probiert. Ich nehme es in den Mund, ich so, war das schon scharf? Schon gut scharf. Egal, das wird schon passen. Ich tue also die Dings rein, tue den Reis rein, dann dachte ich so, ach, bisschen schärfer machen wir es schon noch, tue noch ein bisschen Dings, Cayenne-Pfeffer drüber. Ich alles so umgerührt, vermischt, ich übel gefreut, an Fernseher gesetzt, Serie noch ein bisschen angemacht. Jetzt will ich gerade reinhauen. Ich nehme eigentlich so, oh, das hat eine gute Würze, gut Schärfe. 2, 3, 4, ich merke so plötzlich, Digga, schiebt der ganz anders. Und plötzlich kriege ich Schluck auf. Und immer wenn ich Schluck aufkriege von was Scharfem, dann weiß ich, okay, die Nummer ist richtig scharf. Und dann gingen die Insta-Stories los und den Rest habt ihr ja gesehen. Ich spiele zwar kein Tennis, aber mit dem Roll. Da darf man ganz kurz sagen, Revi hat hier das große Glück, mit Annie the Duck ein Date zu haben. Das fight me. Komm. Wer zahlt die Rechnung? Komm, fight me. Komm. Wie gewinne ich? Komm, fight me. Das sieht mir schon mal nach einem extrem vorteilhaften Videodreh aus. State entwickelt sich hier auf jeden Fall in die richtige Richtung und Revi hat hier auch alles unter Kontrolle. Wer nimmt hier was ernst? Wo ist mein Mikrofon? Reicht mir! Nee, fand ich jetzt auch gut gemacht, dass sie die Szene hier nicht unterbrochen haben, sondern einfach die Situation in die Länge ziehen, um das Ganze nochmal unterstützend zu untermalen. Ja, finde ich auch gut, dass hier der Hund, sage ich mal, in einer gewissen Art und Weise, dass da einfach der Hund in Angst und Schrecken verjagt wird, damit der Hund auch einfach mal weiß, wo es lang geht. Ja. Sehr entspanntes Date. Hä? Wir haben es beide sehr gut geschlagen. Ich würde mir Ich wünschen, habe dass gewonnen. wir diese Nudel mit ins Schlaf ziehen. Okay. Wie ist es denn generell? Wie lange bist du jetzt schon Single? Also Ein paar Jährchen. paar Jahre schon. Und wann bist also wann ist die Büchse der Pandora, die Thunfischdose? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das macht mich glücklich. Singen wir jetzt, oder? Und Wir singen ein Duett deswegen keine Ahnung, wann zusammen. das letzte Mal. Ich finde, du hast eine sehr schöne Stimme. Ja. Warte mal, meint er mit der Büchse der Pandora? Meint er, wann sie das letzte Mal sozusagen verstehe? Was sollen diese Grimassen? Ja, Schöne Zunge hast du. Dankeschön, da Was, die würde what ich does dir, this tongue do? die würde ich dir gerne mal zeigen, die Stimme. Ja, bitte. Zunge. Die bitte nicht. Ja. Und wie lange ist deine letzte Be Bei Revi steht gerade, ziehe immer eine Grimasse, bevor du etwas sagst. Beziehung her. Ich habe extrem Hunger. Vor allem die Grimasse, muss ich auch wirklich sagen, haben sie hier gut gemacht, hat Revi auch gut dran gedacht.
So eine Grimasse kommt natürlich erst dann richtig gut zur Geltung, wenn man einfach mal eine Sonnenbrille auf hat, ja? Essen dauert sehr lange. Meine letzte Beziehung, die ist schon extrem lange her. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich hab das Gefühl, das Essen ist bald fertig, ich riech's. Da ist gerade ein Mann mit dem Roller vorgefahren. Ich glaube, der bringt das Essen. Ich glaube, hier wird gar nicht selber gekocht. Ich habe auch sehr viel Geld. Sehr viel Geld habe ich. Auch sehr viel Geld. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, aber ich bin nett. Ich bin witzig. Ja. Ich bin schön. Absolut. Ich habe Geld. Es gibt absolut rein gar nichts, was in mir auszusetzen ist. Same. Ich glaube, also, weißt du, worauf wartest du noch? Also, dass Annie the Duck auf jeden Fall mal schön ist, das kann ich jetzt auf jeden Fall. Das kann man so unterstreichen, ja. Ob die jetzt witzig ist, das liegt immer im Auge des Betrachters. Auge des Betrachters, ob das eine geile Chickie ist. Ja, wir können uns darauf einigen, dass Annie the Duck schon ziemlich nice ist, oder? Wir können uns definitiv darauf einigen. Oder? Leute, dank Tim bin ich jetzt zum Trader geworden. Ich habe eine Trading-App. Und Tim wird jetzt demnächst live gehen und wird euch Live-Trading-Tipps geben. Weil Tim ist einer der Hauptinvestoren von Tesla und Apple, ja. Tim hält bei jeder Firma jeweils über 30% der Gesamtaktien und Tim ist einer der Hauptaktionäre. Und Elon hält 30% von Tesla. Deswegen bist du ja so krass. Nee, also Tim und ich haben uns das Trading für uns entdeckt und Leute, ich habe einfach eine Planung und zwar, Tim und ich werden jetzt anfangen... Heute Morgen darüber abgefuckt, wie dich Leute nerven, die so obvious... Pass auf. Tim und ich werden jetzt anfangen zu traden, weil wir wollen irgendwie es hinkriegen, in die Insolvenz 2.0 reinzusteuern. Deswegen haben wir gedacht, Digga, wir müssen irgendwo das Geld rein investieren. Wir haben alle Gewinne von GM investiert in Dogecoin. Ja, also, ne, jedenfalls, dank Tim habe ich jetzt auch eine Trading-App. Ich werde euch demnächst mal darüber informieren, wie viel Minus ich gemacht habe. Ja, Tim, hast du jetzt noch irgendwas zu Anni zu sagen oder nicht? Also, ich sehe es gerade nicht auf dem Bild. Ich muss sagen, Frau ist definitiv underrated. Ist echt underrated. Also, wenn ich jetzt, also Monte würde jetzt vielleicht irgendwie über Achseln oder sowas sprechen. Ich kann nur an gute alte Instagram-Models bewährten Zeiten appellieren und sagen, ey, der hat da gut ausgerastet. Also, der Sack durch Glasscherben-Spruch, der wäre vielleicht gefallen im Picknick. Alles klar, dann gucken wir mal weiter. Ich liebe Wind. Mein Elixier ist Wind! Ich sage euch immer das, was bei Revi draufsteht, wenn hier was Neues kommt. Jetzt geht's hier los, was haben wir denn da? Mensch. Auf Madeira wachsen keine Kürbisse, danke dafür. Kürbiswettbewerb. Mm. Das schmeckt ja abartig! Ach Gott, it's... Hey, du hast doch gerade noch... Mein Gott! Du hast dich vollgekleckert auf deiner Hose. Es reicht mir! Kürbis. Annie, immer leicht am Overacten. Hast du das mit so... Jetzt entspann dich doch mal. Ich bin Marokkanerin. Bitte. Okay. Die anderen Gäste beschweren sich gerade die ganze Zeit über dich. Wenn du vielleicht stellst du einfach wieder hin und nutzt das Besteck dann doch. Ja, ein bisschen was Brot dazu vielleicht? Das widert mich an! Ach du Scheiße. Könnt ihr mal jetzt... Ist gut. Ja. Wie gesagt, also es ist ja... Ich will jetzt auch hier kein großes Fass aufmachen, aber hier auf Madeira isst man halt mit Besteck. Rein in die Zone! Ich weiß jetzt auch nicht, ob man... jemanden einen feuchten Lappen bringen? Vielleicht? Ich bin feucht und Lappen. So, kann ich einen feuchten Mist. Lappen haben? Das war er. Schmeißt ihn mit seinem Scheiß. Man muss Revi eine Sache lassen und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, Revi ist gerade einer der wenigen Leute, die wirklich Content bringen und ich finde es auch richtig geil, dass die da so zusammen in so einer Gruppe sind und wie die das alles gemacht haben, Madeira, gutes Wetter, bla bla, muss man sagen, machen sie geil, aber man muss halt auch dazu sagen, Revi ist mit seinem Content halt auch gerade auf Number One in Bezug auf Haha-Content. Das reicht mir. Haben wir dazu vielleicht noch Kräuterbutter oder sowas? Wieso kommt die Hauptspeise in der Aluschale? Was ist das für ein Restaurant? Ich bin noch nicht mal mit meinem ersten Gang fertig. Sie sind ein schlechter Kellner. Sie sind unglaublich schlechter Kellner. Doch, sie tragen einfach einen Dutschkappe. Sie sind nicht mal Kellner, oder? Da steht, nimm Essen von Anni mit deiner Hand und iss es. Suppe würde ich anfangen. Das wird jetzt gleich auch wieder ziemlich unterhaltsam wahrscheinlich. Geht nicht. Ist die gleiche Suppe wie ich, ne? Meine Keime. Oh. Meine Keime. Mm. Alter, dreckig. Du musst sein Essen aus dem Glas essen, okay? Alles super. Hab ich ihm, glaube ich, gar nicht eine Zelle gegeben, oder? Bitte? Hm?
Wisst ihr, was ich extrem geil finde bei dem Format? Wenn, weil der andere gegenüber sieht ja immer, wann der andere jetzt was Dummes machen muss. Also die andere Person weiß sozusagen, ah, da kommt der Auftrag. Und dann weiß die andere Person, okay, der andere wird jetzt gleich was übel Randommäßiges machen. Was ich geil finde, wäre, wenn die den Auftrag bekommen, irgendwie übers Ohr oder wie auch immer, und dann das machen, aber ohne, dass das Gegenüber jetzt weiß, okay, ist es jetzt gerade der Auftrag oder ist die andere Person einfach gerade komplett am Arsch? Das muss ich sagen, das fände ich noch ein bisschen witziger, weil dann könnte man es noch schlechter einschätzen. Wisst ihr, wie ich meine? Mozzarella mit einem Blätterteig dazu Gemüse. Aber warum isst du das aus deinem Glas, Baby? Warum isst du das aus deinem Glas, Baby? Babe. Babe. Ja, sie hat mich Babe genannt. Babe. Soll ich... Okay. Bitte, Baby? Ja. Was im Glas aber, bitte? Kleines Baby. Bist du das? Guck, mein ganzes Weinglas mit Essen hast du Mund schon... voll. Was ist los, Babe? Gar nichts ist los. Ja, du musst jetzt das Essen mit dem Löffel essen. Bist du immer wie ein Höhlenmensch? Wer hätte es gedacht? Das ist mein Essenslöffel, Babe. Nenn mich nicht Babe, Babe. Ach so. Okay, sorry, Babe. Oder? Die ganze Zeit auf die Lippen und schau Revi in die Augen. Da kam gerade Figo Rotz aus deiner Nase. Sorry. Das war das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ey, ich höre das, wenn Rotz aus der Nase kommt, ist auch sehr unangenehm. Muss ich so, weißt du, manchmal lacht man ja so. Und dann habe ich wirklich Glück gehabt, weil ich habe halt so, ja, erzählt was ich so. Und dann kam voll die Rotze raus, ist komplett auf dem Tisch gelandet. Aber der Tisch war leer, also die Rotze war wirklich komplett open field, ja. Und ihr müsst euch überlegen, die hat's nicht gesehen. Und dann war ich so, ach ja, also ihr müsst euch überlegen, wenn der Tisch so ist ungefähr, ja, dann habe ich so den gemacht. Ach ja, also, und was können wir dann im Prinzip noch so heute machen? Und die hat's wirklich... nicht gemerkt, ja? Da bin ich der Situation gerade nochmal wirklich sehr, sehr gut auch aus dem Weg gegangen. Es hat sehr gut geklappt. Willst du noch Wein? Ja? Danke. Willst du noch Wein? Ja. Eine Menge. Zerkleiner das komplette Essen von Anni und misch es. Da wird's halt absurd. Showtime, Baby, oder? Also, dass sie ihn jetzt immer noch angucken muss, mit auf die Lippe beißen, ist natürlich dann auch schon eine sehr, sehr geile Situation. Ja? Und Grundschule, wie war das damals für dich? Ich habe übersprungen. Aber Anni macht es halt auch extra unsexy, ne? Also, sie könnte es halt auch richtig sexy machen, richtig geil, könnte sie gucken, aber sie guckt halt einfach auch so ein bisschen wie Dulli, ne? Und danach wurde ich, ich habe keine Erinnerung mehr. Stell dich nicht so an, du kannst nicht. Du kannst das. Guten Hunger. Ich muss die Polizei rufen, er hat jemanden einen Schlaganfall. Ich muss jemanden rufen, der das behandelt. Ja. Ja. Super unangenehm, weil der Tisch, der Tisch. Ich brauch das genau jetzt so und hier. Maybe können wir das. Genau hier. Nur riecht hier. Du hast echt ein tolles Parfüm. Was ist ich das? Kein Parfüm drauf, das ist mein Speis. Ah, danke. Saugeil. Mhm. Ja. Boah, das ist aber geil. Wenn du die Frau riechst und du denkst, sie riecht geil, aber dabei ist es ihr Schweiß, Digga. Beste. Was denn dann, oder? Das war sehr schön. Danke, ich fand das auch sehr... Das war ein magischer Moment. Ja. Das war ein sehr schönes Service, was sie hier haben. Tisch. Was? Tisch. Was? Hast du
gesagt? Was muss ich machen? Hau insgesamt 5-mal auf den Tisch und schreien. Der Wein trinkt, umso mehr tut er im Magen weh, Anni. Ich hab nur ein halbes Glas getrunken, der Rest von mir. Alter, so viel! Der Hund rastet gerade wegen dir aus, Anni. Der Hund hat richtige Psychose wegen Anni bedankt, Digga. Der Hund ist sehr sauer wegen dir, Anni. Wir haben eine Connection. Willst du was anderes trinken vielleicht? Ich hab noch Wasser, oh. Aber danke! Danach Frage. Okay, könntest du mir gerne meinen Namen schreien, Anni? Wäre für mich einfach nur geil. Mit dem Zucker und allem drum und dran. Das Zucker, das oben drauf ist, ne? Ja! Also das wird auf jeden Fall der ein oder andere Einschnitt im neuen Video. Naja, soviel zum Thema neues Video. Seit 3 Wochen kein Video hochgeladen, Digga. Da wird auf jeden Fall gerade einiges an Content geballert. Das war ein bisschen mau, oder Anni? Fandest du nicht, Anni? Ich fand, da hat ein bisschen Salz gefehlt. Ja! Alter, Anni, der Tag dreht ja komplett ab. Seine Kreditkarte. Die habe ich eben schon dem anderen Kollegen gegeben. Da ist er! Sebastian! Ich habe das Poolnudel-Duell gewonnen! Ich habe das Schnick-Schnack-Schnuck-Duell. Bei Anni, der Tag, Digga. Duell gewonnen! Du zahlst die Rechnung! Beweg deinen dürren Arsch hierher! Das war sehr angenehm. Das war ein sehr schönes Date. Wie viele Punkte von 10? Eine absolute 10 von 10. Mhm. Eine absolute 10 von 10. Ja. Ich muss Antonia trotzdem mehr Punkte geben. Ich bin der Meinung, du bist ja noch, entschuldige, dass ich mich bekotzt habe, ein bisschen länger noch hier, ne? Hey, hey.